Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Hardcore Skyblock. So, in der letzten Folge haben wir ja eine Quest gemacht und ich hatte gefragt, wozu man den Schmetterling braucht, weil ich weiß bis heute nicht, wozu der da ist. Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Dann habe ich gesehen, dass wir jetzt genug Herzen haben, um schon mal eins zusammenzupacken. Dann machen wir das auch gleich mal. Haben wir ein volles Herz. Und ein Leben mehr. Super. Dann müssen wir den brennen, ne? Um Lava zu bekommen. Und das wird jetzt natürlich eine schwere Sache. Schmetterling kann ich erstmal wegpacken hier. Sagt mir, wie gesagt, wenn ihr wisst, wozu der da ist, könnt ihr mir gerne sagen. Vielleicht kann ich den dann auch nutzen. Gut. Dann wollte ich hier erstmal die Plattform ein bisschen ausbauen. Damit ich da nicht runter Mano fliege. Weil hier hinten arbeite ich ja doch öfter mal. Und wenn man unten liegt, hat man schon wieder ein Leben verloren. Und das möchte ich jetzt erstmal nicht. Möchte ja ein bisschen weiterkommen. Und hier machen wir auch noch zu. Dann brauchen wir wieder Fackeln, was uns die gelben Kreuze da zeigen. Weil sonst spawnen Monster. Und das möchte ich nicht. Dann habe ich hier noch mal Erde. Sehr schön. Ich würde sagen, ich mache mal hier weiter. Dann könnte ich vielleicht einen Obstbaum pflanzen hier. Muss ja sehen, dass ich zu essen komme. Ich glaube, ein Obstbaum ist schön. Möchte ich jetzt einfach mal sagen. Na, noch eine Reihe und dann möchte ich sagen, haben wir es. Und das Ganze werden wir schöner machen, indem wir hier ein Loch reinhauen. Was nun? Nehmen wir die Axt. Axt ist gut. Die Erde da reinmachen. Und immer noch 50%. Dann nehmen wir uns hier einen raus. Ein Orangenbaum war das, glaube ich. Warum haben wir den nicht gleich hier hingepackt, dass wir uns gleich setzen können? Wäre wahrscheinlich zu einfach. Noch eine Kerze. Und dann kann es losgehen. Mohrrüben sind fertig. Kann das sein? Nee. Müssen noch ein bisschen. Gut. Die Zeit sollen sie bekommen. Derzeit nehmen wir den Baum weg. Und da hacken wir unseren nächsten Baum. Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Und meine Axt ist bald kaputt. Das ist nicht schön. Und den Baum können wir auch gleich schlachten. Aber erstmal Erde machen. Oh, ich hoffe, ich schlachte jetzt nicht noch nebenbei meinen anderen Baum. Vermute mal, so ist es gut.
Und dann muss ich wohl hierfür eine neue Stelle finden, weil geht ja doch direkt im Obstbaum rein. Das gefällt mir nicht. Das möchte ich nicht, das möchte ich nicht. Denn das ist hier wirklich nur für den Obstbaum. Totale Verschwendung. Egal. Mache ich hier mal größer, dann kann ich hier den anderen Baum hinpflanzen. Holz schon wieder alle? Mensch. Warum gibt er mir das jetzt nicht in die Hand, die ich gerade leer gemacht habe? Aber hier auch noch. Also es ist keine Gefahr, dass man hier aus Versehen abstürzen kann. Weil man dran denkt, dass irgendwann die Plattform hier zu Ende war. Gut, den nehme ich weg hier. Der stört mich. Dann hatten wir Sand gemacht. Hier stellen wir den. Na, was war das? Stellen wir dahin und dann können wir hier den nächsten Baum pflanzen. Hier richten wir noch aus und so, hübsch. Hübsch, hübsch. Gut. Da sind Karotten fertig geworden. Genau im richtigen Moment. Essen wir sie einfach mal weg. Obwohl, die können wir auch pflanzen. Ich lasse mal zwei da. Wenn ich wieder Erde habe, könnte man die pflanzen. Nehmen wir mal hier einen Feldstein mit, weil ich glaube, man kann die Axt hier reparieren. So und so, ja. Gut. Dann ist sie auch wieder ganz. Ach, die Sonne geht auf. Zack, zack und zack, zack. Noch ein. Oh, werden immer größer. Und kommen wieder keine Saplings rum da, wa? Na, na. Geht nicht. Bin ich zu klein? Noch Platz habe ich hier, ja. Hab immer noch Angst, dass ich hier abstürze. Geht schneller, als man manchmal denkt. Ein Apfel, wo ist er? Da, meiner. Ham, yam, yam. Weg ist er. Da kommt wahrscheinlich nichts runter. Doch, zwei. Zwei runtergekommen, super. Super, super. Nö, stop it, ey. Oh, rennt der einfach weiter. Schock, ey. Das wär's gewesen. Mit Anlauf in den Tod gesprungen. Keine mehr da.
Dann bauen wir neue. Dann bauen wir mal ganz, ganz schnell neue. Ja, für Essen ist erstmal gesorgt. Haben wir noch die Würmer. Schmackhafte, leckere Würmer. Also bisher kann man sagen, läuft das eigentlich sehr gut. Ja, kann man wirklich sagen. Und bist du jetzt reif? Nein. Warum nicht? Warum wächst du nicht? Jetzt brauchen wir nicht die Fackeln. Genau, wir müssen jetzt sehen, dass wir Lava bekommen. Und Lava bekommen wir nur durch Cobblestone. Da müssten wir uns auch noch eine Fläche bauen. Wo wir das denn hinbauen können? Gut, wir müssen auch noch ein bisschen siffen. Dann müssen wir auch noch. Du warst fertig. Und das kommt auch noch auf uns zu. Zombies will ich jetzt noch nicht. Weil die hauen mich hier runter. Gut, dann. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen. Nee, ich zerklopfe die noch nicht zu Kies, das bringt es noch nicht. Ich glaube. Wichtig wäre jetzt erstmal, das war. Lava bekommen. Das ist, glaube ich, das, was wir jetzt erstmal machen werden. Zack, zack, zack. Zack. Dann machen wir noch einmal rum. Damit man von allen Seiten noch einfach nur rankommt. Dann zack. Zack, 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 zack. Dann brauchen wir die Kerze. Die kommt dahin. Hier ist alles jetzt ausgeleuchtet. Und den hat man auch hier drin. Kommt da ran. Hier machen wir Holz vor. Und dann können wir die ersten Pflastersteine reinschmeißen. Aber zwei Stück brauchen wir noch. Zwei Stück. Und dann werden wir mal unsere Würmer essen. Sind die lecker? Ups. Was war das? Da sind wir einmal satt geworden. Gut. Du wandelst jetzt. Gut. Dann sehen wir mal zu, dass wir noch ein paar Steine kriegen. Dann müssen wir sehen, dass wir uns so einen Pflastersteingenerator bauen. Damit wir genug Stein bekommen, weil wenn wir jetzt hier die ganze Zeit aus diesen Saplings Steine gewinnen wollen, dann sind wir Ewigkeiten mit Bäume hacken beschäftigt.
Und das macht keinen Spaß. Auf Dauer. Ist ja wahrscheinlich auch nicht spannend, wenn ich hier die ganze Zeit auf Bäume einschlage. Aber das muss man ja machen, um weiterzukommen. Und bisher, möchte ich sagen, läuft das ganz gut. Meine, vielleicht habt ihr ja noch andere Ideen. Die könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann ich hier auch noch einiges ändern. Je nachdem. Es gibt bestimmt viele, die viel mehr Ahnung von dem Spiel haben als ich. Davon gibt es bestimmt eine ganze Masse. Ich glaube wirklich, Minecraft spiele ich jetzt seit 2 Monaten. Das hat angefangen mit dem Spiel. Und wirklich weit bin ich auch nie gekommen. Hab dann meistens den Abgang gemacht und bin runtergefallen oder wurde von irgendwelchen Zombies aufgefressen oder von Skeletten erschossen worden oder Creeper schmeißen mich hier runter und ach Mensch, was ich mit dem Spiel schon alles für Tode erlebt habe. Das glaubt man gar nicht. Langsam geht auch mein Knochenmehl zur Neige. Könnte irgendwann zu Problemen führen. Also es wird Zeit. Ach nee, nicht sowas. Scheiß. Hast du die Bäume? Habe ich genug? Ja. Oh, dann baue ich mich mal ganz nach oben. Fange hier an, den Baum abzubauen. Finde ich einfach schöner von oben die Bäume abzubauen, denn so große Bäume als von unten. Habe ich jetzt bekommen. Irgendwas habe ich doch gerade bekommen, oder? Zack, und da und. Muss nur aufpassen, dass man nicht runterfällt. Wie hier. Plötzlich liegt man unten. Wird es auch noch Nacht. Und hier oben können natürlich auch noch Viecher spawnen, ne? Dann ist man plötzlich nicht alleine mehr. Alles schon gehabt. Und so fällt man natürlich runter. Gut, dann sammeln wir mal hier alles ein, bevor es weg ist. Und dann hauen wir den Baum schnell weg, bevor da irgendjemand oben drauf sitzt. War ja Gott sei Dank nicht so ein Riesenbaum. Boah, aber die Folge ist vorbei. Hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Zum fröhlichen Bäume fällen. Naja, immerhin haben wir schon mal ein bisschen was gebaut da hinten. Vielleicht haben wir in der nächsten Folge dann Cobblestone und Lava.
und können uns dann auch was bauen. So, ich danke euch. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder mit ein. Tschüss!